Hallo zusammen, willkommen hier in dieser Do-It-Yourself in 5-Serie auf dem deutschen Kingston-Kanal. Hier werde ich euch einfach monatlich Tipps und Tricks zu euren Smartphones und Laptops geben, aber wir werden uns natürlich auch neueste Technik anschauen und ich werde euch zum Beispiel Tipps geben, wie ihr alte Technik wieder fit bekommt. Ich bin übrigens Chris von dem Kanal Mr. Helfer-Syndrom und ich freue mich mit euch, diese Serie hier zu machen. Los geht's! In diesem ersten Video werde ich euch zeigen, wie ihr euer altes MacBook wieder fit bekommt, indem ihr eine neue SSD installiert. Und das Ganze machen wir mit dem SSD-Installationskit von Kingston und hier einem MacBook Pro aus dem Jahr 2011 oder sogar 12. Jedenfalls läuft hier Mac OS X Lion drauf, aber das Ganze funktioniert auch sehr ähnlich mit El Capitan oder Yosemite. Ich würde euch wirklich stark ans Herz legen, so ein Installationskit zu verwenden, denn es wird euch Nerven bei dem ganzen Prozess ersparen. Und ja, hier fangen wir damit an, dass wir diese SSD hier in das Gehäuse hier einbauen. So, bevor wir das Ganze jetzt mit dem MacBook verbinden, solltet ihr sicherstellen, dass euer MacBook ausgeschaltet ist. Dann könnt ihr das Ganze anstöpseln und euer MacBook hochfahren. Jetzt ist es ganz wichtig, ganz schnell Command R zu drücken, während der MacBook hochfährt. Jetzt bleiben wir drauf, bis sich die Dienstprogramme öffnen. Jetzt gehen wir hier auf Festplatten-Dienstprogramm, drücken da drauf und dann auf Fortfahren. Hier wählen wir natürlich unsere Kingston-Festplatte aus, gehen dann auf Partition, drücken gleich mal hier auf das Plus, weil wir eine Partition hinzufügen. Den Namen können wir hier wählen. Für unsere neue schnelle Partition wähle ich natürlich einen passenden Namen, Blitz. Jetzt gehen wir noch auf Optionen und stellen sicher, dass hier GUID Partitionstabelle eingestellt ist. Auf OK. Und ach ja, natürlich ganz wichtig auch, dass wir macOS Extended Journal eingestellt haben. Und wenn das alles der Fall ist, drücken wir auf Anwenden und dann auf Partitionieren. Et voilà. Ist die Partition nun erstellt, wählen wir diese auch an, nämlich hier oben links, Blitz. Gehen dann in den Wiederherstellungsmodus. Und das kann je nach macOS-Version ein bisschen anders aussehen. Wichtig ist nur, dass wir in den Wiederherstellungsmodus kommen und hier natürlich unter Quelle die Festplatte auswählen, die wir eben kopieren wollen. Jetzt drücken wir auf Wiederherstellen und dann auf Löschen und schon sind wir im Prozess. Ist der Kopiergang erstmal durch, fahren wir das MacBook jetzt wieder runter und stöpseln die Festplatte ab, damit wir jetzt endlich mit der Installation beginnen können. So, der erste Schritt ist natürlich, das MacBook zu öffnen und hierzu müssen wir natürlich die Schrauben entfernen. Ihr müsst vorsichtig sein, weil die Schrauben natürlich unterschiedlich lang sind teilweise. Und mein Trick ist einfach, die Schrauben so zu positionieren, wie sie später wieder reinkommen. Ist der Deckel erstmal ab, schauen wir uns das Ganze mal an. Hier haben wir die Batterie, hier haben wir die Festplatte. Anfangen wollen wir damit, dass wir die Batterie hier entstöpseln. So, kein Strom mehr drauf. Nun werden wir diese beiden Schrauben hier lösen. Dann nehmen wir die Brücke hier als Ganzes raus. Ist das gemacht, ziehen wir die Festplatte hier an dem Plastikteil raus und entstöpseln dann hier auch gleich mal den Anschluss. An der Festplatte seht ihr jetzt hier an der Seite kleine Halterungen und die werden wir natürlich für die neue Festplatte auch brauchen, also lösen wir die auch noch. Die schwere Arbeit ist hiermit dann auch schon getan. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist die alte Festplatte hier mit der neuen schnellen SSD auszutauschen und natürlich das Ganze rückwärts zusammenzubauen. So, jetzt ist der MacBook wieder hochgefahren. Wir gehen auf die Systemeinstellungen, dann auf Startvolumen, wählen dann unsere neue Festplatte aus, nämlich Blitz, und drücken dann auf Neustart und bestätigen das Ganze nochmal. Und ihr werdet jetzt schon beim Neustart feststellen, dass ihr deutlich schneller unterwegs seid. Ich habe noch einen kleinen Pro-Tipp für euch, und zwar könnt ihr eure alte Festplatte jetzt als externe weiterverwenden, statt sie wegzuwerfen. Ihr müsst sie dafür einfach nur in dieses Gehäuse hier packen und schon habt ihr eine Backup-Festplatte, die ihr überall hin mitnehmen könnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst es mich unten in die Kommentare wissen. Und wenn ihr noch Tipps für mich habt, dann schreibt sie mir ebenfalls auch in die Kommentare. Mich würden sie interessieren. Ach ja, vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns nämlich für weitere Do-It-Yourself-Tutorials. Wir haben noch einige spannende Sachen. Ich freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.